Liebe Zuschauer, herzlich willkommen jetzt noch zu den Interviews nach dem Spiel hier in unserer Interview-Lounge beim Spiel TSV Eisenach gegen ASV Hamm-Westfalen. Also am Ende der TSV Eisenach erfolgreich für sich gestalten konnte. Bei einem Halbzeitstand 14 zu 14, Endstand 28 zu 25. Mein Name ist Christian Zander und bei mir ist es nun der Kapitän der Gäste, Jakob Schwabe. Schönen guten Abend, Jakob. Guten Abend. Erstmal, was kann man da sagen nach diesem verlorenen Spiel für euch? Dann Glückwunsch nicht sagen, aber trotzdem gut durchgehalten. Ihr habt ein enges Spiel dem TSV Eisenach auf jeden Fall beschert. Ja. Wart ja auch zwischendurch immer mal mit zwei Toren in Führung gewesen. Konnte das dann am Ende aber nicht über die Zeit bringen. Woran hat es gelegen, dass dann über 60 Minuten es nicht geschafft wurde, den Spielplan durchzuziehen? Naja, ist ja immer die Frage, ne, die man sich stellt. Ja. Woran hat es gelegen? Nee, genau, woran hat es gelegen? Ja, naja, also ich glaube, ein ganz großer Faktor stand bei euch bei Eisenach im Tor. Jetzt sag mir mal kurz. Blasch Wonschina mit 39% der Tabelle. Genau, also da haben wir einfach, sind wir zu oft gescheitert oder er hat überragend gehalten. So. Ja. Und das ist natürlich ein ganz großer Faktor. Und ich finde, dass das Eisenach einfach, dass ihr das sehr gut gemacht habt in der Phase erster Halbzeit. Also da führen wir 8-11 und es kommt überhaupt keine Hektik auf. Ganz abgezockt, ganz ruhig weitergearbeitet. Und da sind unsere schlechten Phasen wahrscheinlich einfach im Spiel zu lange. So, und deswegen kommt das so zustande und dann ist das in meinen Augen auch absolut verdient, das Endergebnis. Haben es ja eigentlich eine sehr eingespielte Truppe hier. Ihr seid eine sehr gute Mannschaft. Ich habe vor dem Spiel mit eurem Trainer Michael Lertsch gesprochen, der gesagt hat, es ist eine unheimlich homogene Truppe. Ist auch heute über beide Strecken so rübergekommen. Mit Felix Storbeck habt ihr eigentlich auch einen echt starken Mann drin. Mit 25,7% gehaltener Bälle, 6 Paraden war das heute nicht unbedingt eine seiner Glanzstunden. Aber trotzdem, die Abwehr hat ja immer noch mit ganz gut gearbeitet. Ja, also trotzdem kassieren wir wahrscheinlich zu viele Gegentore. Also 25 ist aber eigentlich unser Marker, wo wir sagen, okay, das wollen wir erreichen. Das haben wir jetzt auch schon im letzten Spiel nicht geschafft. Da müssen wir einfach stabiler werden. Müssen vielleicht ein paar mehr einfache Schüsse für Felix dann kreieren, dass es ein bisschen schwieriger wird. Das haben wir dann nicht geschafft gegen Alex Saul, der das super macht, und Dicker auf der anderen Seite, die, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben einfach. Aber da müssen wir ein bisschen intensiver dann verteidigen, auch in der zweiten Halbzeit. Also, dann muss es halt auch mal ein bisschen mehr wehtun, so wie wir Handballer sagen. Und normalerweise kennen wir das ja hier mit Zuschauern und dann würde die Thermik reinkriegen und Zuschauer fehlen uns allen. So. Und das sagen wir jedes Spiel, aber wir müssen da halt dann selber einfach mehr investieren, um da Emotionen für uns als Mannschaft reinzukriegen. Das haben wir schon geschafft nach den Spielen, heute wahrscheinlich ein Ticken zu wenig. Jakob, danke, dass du bei uns warst. Nochmal kurz nach dem Spiel hier bei den Interviews in der Lounge. Gute Heimfahrt und alles Gute. Danke. Daniel Dicker, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Auch nochmal an dich. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg über den ASV Hamm-Westfalen. Wirklich schwerer Gegner. Man hat ja vor dem Spiel keinen richtigen Vorteil bei irgendeiner Mannschaft irgendwie finden können. Aber trotzdem habt ihr das Spiel am Ende mit 3 Toren gewinnen können. Wie glücklich bist du über diesen 3-Tore-Sieg, über die wirklich starke Mannschaft der Gegner? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, unfassbar glücklich. Wir wollten eigentlich schon am Mittwoch gegen Hüttenberg zeigen, was wir können. Dort haben wir das ganze Potenzial leider nicht ganz abrufen können. Und heute, denke ich, waren wir schon sehr, sehr gut und nahe an der Grenze des Möglichen, was wir können. Es gibt noch immer Raum zur Verbesserung, aber mit so einem Sieg ist man einfach glücklich. Ich denke, dass eigentlich Hamm vom Kader her sicher zu den großen, starken Mannschaften gehören. Und dass man gegen die zu Hause punktet, ist einfach sehr gut und so kann es weitergehen. Nach den letzten beiden Spielen über Hüttenberg und auch ERV Aue, wo du nicht ganz auftrumpfen konntest, sage ich jetzt mal, hast du heute mal wieder 6 Tore zum Spiel deiner Mannschaft beisteuern können. Wie zufrieden bist du mit dir selber heute gewesen? Ja, für mich ist einfach gut, nach der Verletzung jetzt wieder gut zurückgekommen zu sein. Vor allem gegen Aue ist es mir noch relativ schwer gefallen, da war der Knöchel noch nicht ganz fit. Aber nichtsdestotrotz war ich ein bisschen unzufrieden mit der Leistung und umso mehr freut es mich, dass ich eben heute auch zum Mannschaftssieg meinen Teil der Leistung beitragen habe können. Bei den Gegnern gab es auch einige Spieler, die ihr nicht so richtig unter Kontrolle bekommen konntet. Wir hatten Grings mit der 24 oder Marion Orlowski. Woran hat es da gelegen in der Abwehr, dass man nicht irgendwie gegen die nicht zupacken konnte? Ja, ich denke, gegen Merten Grings, sehr, sehr guter 1-gegen-1 Spieler. Da hätten wir einfach ein bisschen kompakter stehen müssen. Vielleicht auch den Zweikampf ein bisschen früher annehmen, damit er uns eben nicht in den 6 Meter reindrückt, dass es keine 7 Meter gibt. Und gegen Orlowski, denke ich, haben wir es eigentlich über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht. Dass ein Spieler mit seiner Klasse natürlich auch Tore machen wird, ist, glaube ich, kaum zu verhindern. Aber
insgesamt können wir, glaube ich, mit dem Verband Deckung und Torhüter sehr, sehr zufrieden sein. Gerade Torhüter, du hast gerade nochmal angesprochen, Blas Schwonschina mit 39% gehaltener Bälle, 16 Paraden. Das war heute wieder ein unheimlich gutes Spiel des TSV Olgis, oder? Ja, überragend von Blas. Wie gesagt, wenn wir ihn mit unserer Deckung unterstützen können, kann er einfach solche Leistungen abrufen und uns wirklich fast den Sieg da alleine bringen. Und wir müssen ihn einfach da weiter unterstützen. Dann kann er weiterhin solche Spiele zeigen. Und ja, dann werden wir weiterhin erfolgreich sein mit einer guten Abwehr und einer guten Torhüterleistung. Nächstes Auswärtsspiel, jetzt kommende Woche, geht nach Emstetten. Danach das Heimspiel gegen TV Groß-Wallstadt, gegen den Aufsteiger, die ja wirklich eine turbulente, eine gute Saison spielen hier in der zweiten Bundesliga. Was ist für dich persönlich großer Punkt oder Faktoren, die du persönlich nochmal angreifen willst, wo du selber nochmal schrauben musst im Vergleich zu deinem Spiel heute, was diese beiden Spiele dann angeht? Ja, ich denke, das sind zwei unterschiedliche Spiele. Gegen Emstetten wollen wir unbedingt gewinnen, ist gegen Groß-Wallstadt genauso. Aber ich denke, gerade gegen die Gegner, die hinter uns in der Tabelle sind, sind wir fast verpflichtet zu gewinnen, damit wir auch unser Punktekonto ausbauen können. Gegen Groß-Wallstadt muss man sagen, die haben sich ein bisschen in einen Lauf gespielt. Ist, glaube ich, eine der stärksten Mannschaften seit dem Rückrundenstart. Aber wir spielen zu Hause gegen sie und wollen da einfach wieder eine gute Leistung zeigen. Und das Gleiche gilt für mich. Also wir werden einfach schauen, dass wir uns gut auf die Mannschaften vorbereiten. Jetzt erstmals dann Emstetten und nach dem Spiel konzentrieren wir uns dann auf Groß-Wallstadt. Daniel, danke, dass du bei uns warst. Nochmal zum Interview hier nach dem Spiel TSV Eisenach gegen ASV haben wir es verantwortlich. Schönen Abend. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg gegen einen wirklich schweren Gegner ASV Hamm-Westfalen. Das sind eigentlich immer schwere Spiele gegen die Gäste. Du kennst das ja auch noch aus einer gefüllten Bernd-Aßmann-Halle mit vielen Zuschauern. Das sind eigentlich immer tolle Spiele mit viel Feuer auch drin, oder? Ja, das ist immer so. Vielen Dank für den Glückwunsch. Ich wünsche auch zum Gegner gratulieren und meiner Mannschaft. Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft und das ist wirklich schade, dass wir können nicht jetzt hier vor der vollen Halle spielen. Aber ja, es ist so und wir hoffen, dass wir unsere Fans glücklich gemacht haben und was ich schon gesagt habe, ich bin stolz auf meine Mannschaft, weil wir haben wirklich geduldig gespielt heute mit Konzentration und ich hatte das Gefühl, dass wir hatten dieses Spiel unter Kontrolle. Blasch auf dem Tor war wirklich super, Rückraum haben auch Leistung gebracht, Peter auf Linie. Ivan, Willi und ich und Abwehr, alles. Jeder Spieler hat, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, weil wirklich, wir haben gespielt, was wir früher vor dem Spiel besprochen haben und ich bin wirklich zufrieden. Was war so vor dem Spiel das Wichtigste gewesen, was ihr so besprochen habt? Wollt ihr mehr Stabilität in der Abwehr haben? Oder? Ja, wir hatten nach Hüttenberg mehr über unsere Einstellung gesprochen, weil wir hatten wirklich einen super März. Wir haben super gespielt, wir haben viele Punkte geholt und wir wollten einfach nur diese Einstellung wieder bekommen und dass wir richtig auf dem Feld stehen mit Konzentration und mit unserem System. Und wir hatten keine Zeit für Details und deswegen haben wir wirklich nach dem Spiel am Mittwoch haben wir nur Regeneration gemacht und ein Training und mit unseren Köpfen nur reingekommen und gewonnen. Das ist ja heute auch wirklich ein großer, wichtiger Faktor gewesen, was du gesagt hast, dass ihr über 60 Minuten es geschafft habt, euer Spiel durchzusetzen. Ja. Was ja sonst eher nicht so gut gelingt. Ja, erste Viertel des Spiels war ein bisschen nervös und war nicht so gut, aber wirklich, ich glaube, 45 Minuten des Spiels haben wir wirklich gut gemacht, gut gespielt. Ja. Und ich hoffe, wir müssen das behalten. Wir wollen immer Tempospiel spielen und normal, das kommen immer Fehler mit solcher Art, aber ja. Nächstes Spiel
ist gegen Emstetten, danach das Heimspiel gegen Groß-Wallstadt. Was müsst ihr da bei euch noch gucken? Was müsst ihr festigen? Was wichtige Faktoren sind bei diesen beiden Gegnern, was man im Vergleich zu heute vielleicht noch verändern könnte? Ja, wir wissen, dass Groß-Wallstadt spielt wirklich super auswärts. Und wir haben schon gesehen, dass die haben Hamburg geschlagen und Gummersbach. Und dann müssen wir wirklich vorsichtig sein, gut vorbereiten. Und wir wissen, welche Spieler sind die stärksten bei denen. Und ja, beim Emstetten, die spielen auch sehr gut in die zweite Halbsaison. Und ich hoffe, dass wir können dort auch Punkte holen. Und wir werden uns vorbereiten. Wir haben bis jetzt gar nichts gemacht. Wir gehen immer Schritt für Schritt. Ja. Und ich hoffe, dass wir werden Punkte holen. Und ich glaube an meine Mannschaft. Und ja, das ist alles. Tschüss. Tschüss.